Rose fröhlich, echter Patientenfall, Kichererbsen, keine Erbsen. Ich bin die Rose fröhlich, Diätassistentin mit Kassenzulassung und eigener Praxis. Das hier ist eine Kartoffel mit Zuckerkrem, ist aber eine künstliche. Ne? Also wie ihr seht, werden heute sehr authentisch hergestellt. Packe ich mal beiseite. Also, ich bin Diätassistentin mit Kassenzulassung und eigener Praxis. Zurück zum Patientenfall. Und zwar hatte ich die Fragestellung einer Patientin in der Beratung, die gerne Kichererbsen isst. Und ja, das sind ja Erbsen und die sind ja gesund und das kann man ja alles essen. Die Hülsenfrüchte sind ja sowieso so gut. Stimmt das überhaupt? Und dann habe ich ihr leider die Nachricht bringen müssen, dass, ich habe hier mal so ein Beispiel, zeige ich euch nachher auch nochmal. Oh, sorry, klebe ich die aus hier. Dass Kichererbsen an der Stelle nicht zu den klassischen Tiefkühlerbsen gehört oder. Süß, ne? Video drehen, bleibt immer wieder spannend. Das heißt, die gehören nicht zu den klassischen Tiefkühl- oder getrockneten Erbsen, sondern die Kichererbsen gehören zu den Beilagen wie Kartoffel, Reis oder Nudeln. Und ich zeige euch das gleich im Video nochmal, wie die Portionsmenge sich aufteilt. Und dass diese Kichererbsen sind eben wie diese klassische Beilage zu sehen. Das heißt, Kichererbsen selber gehören sozusagen in die Kohlenhydrate rein und enthalten sozusagen auch Stärke. Und die Stärke wird ja umgewandelt zu Zucker. Und damit ihr eine Vorstellung habt, wie viel Kichererbsen im Körper zu Zucker werden, mache ich das immer gerne mit den Würfelzuckern. Also ihr Lieben, guckt euch das gleich das Video noch weiter an. Da seht ihr dann auch diese ganzen Bilder. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Also Übergang in die Kichererbsen. Ihr Lieben, hier könnt ihr die Kichererbsenmenge sehen. Das sind ungefähr 30 Gramm. Das heißt, zwei Esslöffel, circa voll Esslöffel, sind ungefähr, ne, wenn ihr hier einen Esslöffel habt, ungefähr 15 Gramm. Und hier habt ihr sozusagen die Kohlenhydrate, also 10 Gramm Kohlenhydrate entsprechen 4 Würfelzucker. Das heißt, hier sieht man die Kichererbsen. Hier nochmal so ein Beispiel: normale grüne Erbsen, Tiefkühl oder frische Erbsen. Und die Kichererbsen, dafür zeigt das Ernährungsmaß, sollen sozusagen eine Handvoll pro Tag sind möglich, also entweder oder. Und die Kichererbse gehört rein in die Kartoffel, Reis oder Nudeln. Das heißt, die Kichererbse gehört nicht in die Erbsen, sondern in die Beilagen. Also ihr Lieben, ne? Menge ist entscheidend, lässt den Blutzucker ansteigen. Ja, ansonsten, wer sie mag, gerne, sind ja pflanzlich und lecker und machen auch einen Sättigungseffekt, weil sie halt zu den Kohlenhydraten gehören. Also sie gehören in die Kategorie Kartoffel, Reis und Nudeln. Ihr Lieben, ich wünsche euch was. Ganz lieben Dank fürs Zuhören und Zuschauen und habt einen schönen Tag, eure Sandra.